Liebe Zuschauer, wir möchten heute über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Unternehmensbewertung reden. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Dr. Marc Castedello. Herr Castedello ist Vorsitzer des Fachausschusses für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft, VAUB, und Partner bei KPMG. Mein Name ist Henrik Solmecke, ich bin Fachreferent beim IDW. Herr Castedello, das Thema ist hochaktuell. Sie haben kürzlich erst darüber gesprochen beim Jahresforum Unternehmensbewertung von IDW und Handelsblatt. Der VAUB befasst sich auch mit diesem Thema. Insofern lassen Sie uns direkt in medias res gehen. Wo wird sich die Digitalisierung auf die Unternehmensbewertung auswirken? Und was sind die Bereiche, wo wir Änderungen erwarten können? Gut, das sind auf alle Fälle zwei Bereiche, die hier primär betroffen sind. Das ist zum einen die Fragestellung, wie verändert die Digitalisierung die operativen Geschäftsmodelle der Unternehmen, die ich bewerte, selber. Und die andere Fragestellung ist natürlich, was heißt das für mich als Bewerter für meinen Bewertungsprozess? Gehen wir vielleicht auf den ersten Teil ein, also was verändert sich im operativen Geschäft der Unternehmen? Da ist es so, man kann sich Digitalisierung verallgemeinern und vereinfacht so vorstellen, dass es zu einer Verschiebung der reinen Herstellung eines Gutes, eines Produktes oder der Erbringung einer kleinen Dienstleistung kommt hin zu einem Service rund um die Nutzung eines Gutes und einer Dienstleistung. Was bedeutet, dass die Wertschöpfungskette wesentlich größer und länger wird und in diese Wertschöpfungsbereiche dringen jetzt andere Wettbewerber, durchaus auch branchenfremde Unternehmen ein und bedrohen die Geschäftsmodelle der existierenden Unternehmen. Das führt natürlich dazu, dass die Unsicherheit größer wird. Das führt zu einer Prognoseunsicherheit und stellt sich vor allen Dingen auch die Frage der Nachhaltigkeit meiner Geschäftsmodelle, wenn sich das so verändert. Und damit muss sich der Wirtschaftsprüfer stärker mit den operativen Werttreibern des Geschäfts beschäftigen. Das heißt, es langt nicht mehr rein, auf finanzielle Größen zu schauen und zu sehen, was ist bisher eigentlich schon erwirtschaftet worden. Und es kommt auf das an, was ich zukünftig mit dem operativen Geschäftsmodell machen kann und da rausholen kann an Erträgen. Und damit muss ich auch natürlich meine Planung ganz anders hinterfragen. Das heißt also nicht nur aktuelle Marktentwicklungen berücksichtigen, sondern ich muss auch in die Zukunft schauen und muss auch möglicherweise disruptive Marktänderungen explizit in meinem Kalkül berücksichtigen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es wird immer schwieriger, die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen einzuschätzen. Ist es dann letztlich das Aus für die ewige Rente, zumindest für einige Unternehmen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass die ewige Rente tot ist, aber sicherlich ist richtig, dass die These, dass wir einen eingeschwungenen Zustand haben, der also irgendwann mal unveränderlich ist und sich damit nichts mehr ändert, dass es ja eine sehr fragile These ist. Letztendlich läuft es auf die Fragestellung hinaus, wie ist denn das langfristige Verhältnis von Kapitalkosten zur Kapitalrendite? Beziehungsweise vereinfacht vielleicht gesagt, was ist denn die Höhe einer angemessenen operativen Marge? Gibt es da einen Zustand, wo ich das alles fortschreiben kann? Und da würde ich behaupten, dass diese These für viele Geschäftsmodelle sehr nicht mehr passend ist. Sie hatten vorhin auch gesagt, die Digitalisierung wirkt sich nicht nur auf das Bewertungsobjekt aus, sondern auch auf den Bewertungsprozess unmittelbar. Inwiefern? Ja, ich meine, Sie wissen, die Datenmenge, die wir haben, die nimmt immer weiter zu. Die stehen natürlich auch dem Bewerter zur Verfügung. Damit steigen natürlich die Datenanalysemöglichkeiten, die ich habe. Jetzt stellen Sie sich vor, diese Daten gebe ich jetzt in mein Excel-Modell. Da komme ich nicht weit. Also das Excel-Modell, so wie wir es heute kennen, mit einem statischen Bewertungsmodell, kann eigentlich mit diesen Daten nicht kommunizieren. Ich muss die Daten, weil sie natürlich auch schneller veraltern, häufiger aktualisieren. Also werde ich die Excel-Modelle ersetzen durch Data and Analytic Tools, wo ich eben taggenau Analysen fahren kann und eigentlich operative Werttreiber überführen kann in finanzielle Cashflows, die ich letztendlich bewerte. Und ja, das wird eigentlich das Hauptgerüst sein, mit dem ein Bewerter zukünftig arbeiten wird. Wenn man das alles zusammennimmt, dann kriegt man ja den Eindruck, da wird es wesentliche Veränderungen geben und da wird es auch wesentliche Unsicherheiten geben. Gibt es die Unternehmensbewertung so, wie wir sie heute noch kennen, noch beziehungsweise welche Aussagekraft wird sie haben? Ja, die Unternehmensbewertung wird es noch geben. Ich glaube, sie hat sogar eine größere Bedeutung. Die Herausforderung ist, dass das Stichtagsprinzip vor dem Hintergrund der Dynamik eine viel größere Bedeutung bekommt. Die ganz zentrale Herausforderung ist, dass eigentlich der Unternehmenswert viel stärker durch das definiert wird,
was zukünftig aus einem Geschäftsmodell herausholbar ist und nicht aus dem, was bisher in der Vergangenheit schon gemacht wurde, weil Geschäftsmodelle werden sich ändern. Und das Ganze ist natürlich mit einer höheren Unsicherheit und einer höheren Volatilität verbunden. Das wird auch dazu führen, dass die Erwartungen über das, was eigentlich zukünftig machbar ist, sehr weit auseinandergehen werden zwischen den Marktteilnehmern. Das wird zum Beispiel dazu führen, dass auch, und das sehen wir heute schon, dass die Preise, die geboten werden, sehr stark divergieren. Und das hat natürlich auch einen Bewerter zu berücksichtigen, gerade Stichwort Objektivierung. Was kann ich eigentlich in einer solchen Welt als objektive Annahme unterstellen? Das sind Fragestellungen, mit denen sich der VOG beschäftigt. Ja, vielen Dank für die sehr spannenden Ausführungen. Liebe Zuschauer, ich denke, wir haben gesehen, es wird immer wichtiger, sich mit der Unternehmensplanung zu befassen. Das IDW hat einen allerersten Schritt gemacht mit dem IDW-Praxishinweis zur Beurteilung einer Unternehmensbewertung, insbesondere für Bewertungs- und Restrukturierungszwecke. Aber wir haben gerade auch gesehen, das wird nicht der letzte Schritt sein, sondern der VOB ist intensiv dran, befasst sich mit den Themen Unternehmensbewertung und insbesondere ewige Rente. Insofern sind wir gespannt, was da kommen wird. Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Castedello. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.